Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Alan Wake 2. Wir sind immer noch im Untergrund. Hier ist der Schuhkarton. Ich könnte hier Sachen ablegen, aber so viel habe ich gar nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier die Leiter hoch. Entgleister Zug. Doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. Neue Szene. Gibt's hier noch? Huch. Na also. Kann ich das aufmachen? Nein. Da zeigt ein gelber Pfeil nach oben. Okay, da. Und dann? Ich sollte das auf der Handlungstafel lösen. Auf der Handlungstafel? Da war eine neue Idee, ein neuer Strang. Ich musste dort sein, um sie zu sehen und zu verstehen, zu verändern. Okay, einen Moment, wir müssen nochmal zurück. So, hier ist doch die Szene, genau. Dann Handlungstafel. Zack. Vermisster FBI-Agent. Ja. Hallo? Jemand da? Tot. Verdammt. Aber hat sich jetzt da hinten was geändert? Nee, ne? Weil ich verlasse ja die Szene dann auch. Freunde, hier. Wort des Kriegen gefunden. Wort des Kriegen. Erhöht den Schaden der letzten Kugel in der Trommel des Revolvers um 25%. Erhöht den Schaden der doppelläufigen Schrotflinte um 25%, wenn du mehrere Feinde mit einem Schuss triffst. Stellt 15% der maximalen Gesundheit wieder her, wenn du einen direkten Treffer mit der Leuchtpistole landest. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Okay. Nein. Jetzt. So, was ist hier? Hier komme ich nicht rein. Aber ich hatte ja noch was anderes. Zack, zack. Mörderkult. Die Handlung formte die Welt um mich herum. Und jetzt ist da offen. Der Kult hat den Waggon mit Benzin übergossen. Ein eiserner Käfig, der wenig später zum Sarg wurde. Brat. Verdammte Schatten. Thank you.
Oh, eine Erinnerung. Waren Sie fort, Ma'am? Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kults wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... Naja. Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel auf der Suche nach neuen Opfern. In dieser Stadt gibt es kein Happy End. Der Handlungsstrang fühlte sich wichtig an. Nutzbar für eine der gefundenen Szenen. Ah, ja. Draußen ist ja der Waggon. Sinn? Kram! Her damit! Nehme ich gerne. Und hier? Sie war von der anderen Seite versperrt. Blöd. Na gut. Dann kann ich doch jetzt hier die Szene nochmal anpassen, ne? Zack, zack. Ich fand einen neuen Rhythmus für die Geschichte. Der Weg vorwärts durch die Eingeweide des verbrannten Kadavers. Klingt toll. Krank und verworren. Aber es funktionierte. Der U-Bahn-Waggon war völlig ausgebrannt. Ich konnte ihn durchqueren. Er ist total ausgebrannt. Boah, ich will da nicht rein. War so krank, das musste er auf Englisch aussprechen. Oh Gott. Okay. Und hier geht's dann, genau, hier geht's wieder zurück. Da ist ein gelber Pfeil. Und der führt da. Ja, aber da ist doch nichts. Ja, und ein Pfeil zeigt darunter, okay. Seh dich, mein Freund. Da ist noch einer. Oh Gott. Eine Figur in meiner Geschichte. Oh. Komm her. Oh, wenn die so schnell auf einen zukommen, ne? Oh, das ist das Schlimmste, ey. Oh. You die here. Out, out, out. Night Springs. Aber wo zeigen diese Pfeile denn hin? Ich verstehe es nicht.
Oben war ja auch nichts mehr. Muss ich die Szene nochmal ändern? Aber ansonsten komme ich ja hier nicht hin. Also, die muss ja so sein jetzt. Ich gehe einfach mal weiter, Freunde. Hier in das Häuschen? Nee. Up the street. Halt. Hier gibt's was. Nehme ich mit. Und... Na! 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 Hallo! Ich komm nicht ran. Probieren wir hier nochmal. Jetzt. Na also, was ist hier drüben? Ist hier auch noch was? Jawohl. Okay, ich glaube, wir müssen da runter, Freunde. Mehr gibt's hier auch nicht. Doch. Ein gelber Pfeil. Da. Worte der Macht. Da. Erhöht die maximale Gesundheit um 15%. Erhöht die maximale Menge der in einer Lichtzuflucht wiederhergestellten Gesundheit um 30%. Stellt 50% der maximalen Gesundheit wieder her, wenn du ein neues Wort der Macht entdeckst. Ich würde sagen, erhöht die maximale Gesundheit, oder? Okay, let's go. Nehmen wir. Ich will gar nicht wissen, wie viele ich von denen schon übersehen habe. Aber ey, ganz ehrlich, dann muss doch auch da oben... Ich muss nochmal zurückgehen. Dann muss es doch auch da oben irgendwie so Worte geben. Hier führen die Pfeile nach unten und hier zeigen sie halt genau dahin. Genau hier. Aber da ist nichts. Ja, auch nichts. Irgendwie im Inventar? Nee. Ach so, pass mal auf. Ich werde vielleicht mal... Zack. Und gleich noch ein... Zack. Junge, der stöhnt aber laut, ey. Okay, wir gehen jetzt weiter. Initiation. Okay, hier kann ich wieder Licht... Der Pfad war versperrt. Irgendwie musste ich weiterkommen. Die Lichter würden mir helfen. Schnell speichern. Oh, Kaffee. Schuhkarton. Brauche ich nicht. Was gibt's hier? Nichts. Alles klar. Hunted. Ach so. Initiation. Ist hier irgendwas? Nee, aber wie komme ich denn hier durch? Also ist ja in beiden Fällen hier geschlossen. Ä
hier ist trotzdem immer zu. So, hier ist der Safe Room. Hier gibt's ja nichts anderes. Also, ich kann... Ich kann auch nur hier lang. Ach so, und hier muss ich ja durch. Okay, also, ich mach hier. Zack, dann ist hinter mir zu. Dann komme ich hier hin. Ich tue mal so, als hätte ich es verstanden. Ja, und dann muss ich hier das wegnehmen, nämlich. Dann ist hier offen und dann, ja, genau. Das habe ich so kommen sehen, Freunde. Finde Inspiration in der U-Bahn-Station. Urin. Dämpfe, ekelhafte Dämpfe. Da drüben ist noch. Schnell dahin. Was gibt's hier? Nichts. Prima. Oh Gott. Bin ich hier irgendwo wieder Licht? Ja, ich weiß, wie ich heiße, verdammt. Endstation. Eine Geschichte zu erzählen. Ich hatte eine neue Szenenidee. Erstmal FBI-Agent. Ich auch. Aber hier passiert nichts, ne? Danke. Hier gibt's Kram, Freunde. Hier gibt's Kram. Kram. Don't ride. Das klingt nach Nightingale. Noch was hier irgendwo? Nee. Okay, dann wechseln wir kurz die Szene. Zum Versteck des mörderischen Kultes geworden. Der FBI-Mann hatte hier etwas gesehen, das ihn zur Flucht trieb.
Ob das Beschwörungsritual wirklich etwas Übernatürliches oder die Massenpsychose völlig verklärter Spinner war, die Fakten waren klar. Der Kult beschäftigte sich mit Dingen, von denen man die Finger lassen sollte. Das Ritual war ein wichtiger Teil der Sache. Der Schlüssel, um den Tator zu erreichen. Die Kultisten waren jetzt nahe. Eine dunkle Macht aus der Tiefe. Ihre Gesänge wurden lauter. Der Schreiber, nicht vom Letzten, der Schatten warf, dritte Augen, wirf die Nacht, das ist deine Zeit, wenn du weg bist. Schriftsteller, das erste Wort, nicht das Letzte. Und der Schatten, Auge offen. Das ist dein Moment, Ritual, Freunde werden sich treffen. Nicht der Schriftsteller, das Licht, Schatten, um zu schreiben und zu führen, treffen wir uns. Jetzt ist hier zu. Okay, wir haben ein neues Element bekommen. Ich will trotzdem nochmal Fackelträger ausprobieren. Das neue Thema passte perfekt zur Geschichte. Okay. Nun gut, ich glaube, hier gibt's sonst nichts mehr, dann... Beschwörungsritual. Dieser Stab würde etwas Schreckliches in der Szene auslösen. Aber die Geschichte merkte das. So, schließe das Ritual im eingestürzten Tunnel ab. Das ist unsere Aufgabe. Du hast keine Ahnung! Boah. Komm her. Cult of the Word. Scheiße, Scheiße, Scheiße! ganz genau, lieber Alan. Komm her. Du bist verloren! Oh. Verdammt, ich muss mal mehr ausweichen. Oh. Oh. Ich hab noch Licht. Ding. Jetzt ist hier zu, verdammt. Bleibst du da? Ist jetzt hier offen? Immer noch zu, verdammt. Ich bin im Licht, ihr könnt mir nichts tun. Was gibt's hier? Munition. Das sind meine Worte. Ah, verdammt. Nein! Ins Licht, ins Licht, ins Licht, ins Licht.
Oh. Oh. Da steht er wieder. Ich brauche ein Beruhigungskissen, Freunde. Ich brauche ein Beruhigungskissen. Ein Traumakissen. Ja. Ja, schön drauf rumdrücken. Das hilft. Verzieh dich. Ich nehme aber das Licht mal noch mit, weil ich komme ja hier noch lang. Na gut, jetzt ist hier zu. Oh. So. Ja. Sehr gut. Lerne ich dann gleich noch. Was gibt's hier noch? Hier gibt's Kram. Her damit. Her damit. Nehme ich alles. Danke. Nix drin, verdammt. Hier gehe ich sofort lang. Ich guck nochmal, ob es da irgendwie noch was gibt. Von da bin ich gekommen. Ich konnte ja auch noch da lang. Da zeigt auch ein Pfeil hin, aber... Da müsste ich halt nochmal ganz zurückgehen. Ach komm, wir gehen jetzt weiter. Was soll's? Handlungstafel? Nee, wo waren die Worte? Hier. Worte der Pistole. Gewährt eine Chance von 5%, keine Munition zu verbrauchen, wenn du einen Revolver abfeuerst. Machen wir einfach mal. Worte der Wirkung. Erhöht den an Feinden in unmittelbarer Nähe verursachten Schaden um 10%. Sorgt dafür, dass Alan von Feinden um 20% schwerer entdeckt wird. Senkt den von Dunkelheitsprojektilen erlittenen Schaden um 25%. Ich mach mal das hier. Okay. To upper platform. Eine Erinnerung. Hey. Hey. Ei. Offenbar nutzten nicht nur die Kultisten die Tunnel. Versteckte Zeichen führten zu geheimen Routen. Ich hörte bei den Feuertonnen immer wieder Geflüster über eine geheimnisvolle Untergrundorganisation mit geheimem Wissen. Typisch New York. Typisch New York. Was? Verzieht euch! Oh nein! Einer von ihnen! Rein. Oh. Oh.
Okay, okay, alles cool, alles cool. Wir sind wieder allein, allein. Halt. Da. So. Okay, ruf da. Ruf da, ruf da, ruf da. Go back. Nö. Nö, nö. Hier kann ich speichern. Ort der Besserung gefunden. Alles wird besser. Schuhkarton. Okay, Worte der Besserung. Erhöht die maximale Gesundheit um 35%. Let's go. Ich würde sagen, wir speichern hier gleich, liebe Freunde, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.